herzlich willkommen auf Marios Channel. Heute machen wir einen ganz leckeren Kondensmilchkuchen. Und wie der geht, das zeige ich euch in diesem Video. Wir brauchen dazu eine Dose Kondensmilch, 304 ml. Drei Eier, 0,5 Liter Milch, 100 Gramm Butter und 600 Gramm Mehl. Dazu einen Teelöffel Backpulver. Noch eine Backform mit etwas Butter ausgerieben, mit Mehl bestreut. So, das alles mache ich jetzt im Monsieur Cuisine. Das könnt ihr natürlich auch im ganz normalen Mixer machen. Das geht sehr gut sogar. Und wir geben als erstes unsere Milch hinzu. Halbe Liter Milch. Dann kommen dazu drei Eier. Die flüssige Zutaten als erstes. Dazu geben wir gleich einen schwach gehäuften Teelöffel Backpulver. Dazu kommt 100 Gramm Butter. Die sollte allerdings schon schön warm sein. Überhaupt alle Zutaten sollten warm sein. Und jetzt kommt noch unsere Lecce-Kondensat oder Milchmädchen in Deutschland auch genannt. Oder Kondensmilch. Da könnt ihr auch mal bei meinen Videos sehen. Sowas kann man auch selbst machen. Ist sehr lecker. Wir gehen auf Stufe 4. Für 45 Sekunden. Und auf Start. Wenn alles schön vermixt ist, geben wir unser Mehl hinzu. Das sind genau 600 Gramm Typ 405 Weizenmehl. Also sehr einfach gemacht, innerhalb von ein paar Minuten, aber hammerlecker, das sage ich euch Leute. Bagova haben wir ja schon vorgeheizt und jetzt füllen wir das mal hier in unsere Backform rein und das ist alles und es gibt einen Hammerkuchen, verspreche ich euch. Schaut, sehr cremig. So, und den geben wir jetzt in den Backofen rein. So. Jetzt schon lecker aus. So, mit der Temperatur gehen wir jetzt runter auf 180 Grad und die Zeit wäre dann circa 45 Minuten. Und Start. Abonnieren nicht vergessen und unterstützt mich schon ein bisschen. Und dann, ich sag mal, bis zum Anschnitt. Also, so sieht unser Milchkuchen nun aus. Schaut es euch an. Der ist hammerfest hier. Also, so sollte er sein. Schaut es euch an. Also, das sieht aus fast wie so ein Käsekuchen. Der ist auch so ähnlich, aber es ist halt, wie gesagt, ist ein Milchkuchen mit Lecce-Kondensat, also mit Milchmädchen oder Kondensmilch und glaubt mir, der schmeckt auch lecker. Kleiner Tipp noch, wem es nicht genug zu süß ist, der kann da noch ein bisschen Zucker reinmachen, eine Tasse und ja, ansonsten würde ich wieder sagen, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Abonnieren nicht vergessen. Ciao.